Ich denke einfach, let it go. Kackst du auch? Sympathisch, man kann es unterhalten. Hentai! Hentai! Ich furze, ich pinkel. Oh mein Gott! Das ist doch keine Steuerflucht, oder? So. Herzlich willkommen zu diesem tollen Video auf dem Kanal Renzo. Ja, wir spielen heute ein Spiel und zwar ist das Ich hab noch nie. Ich hab noch nie besteht daraus, dass wir hier verschiedene Zettel haben und wenn wir das schon haben, müssen wir trinken. Habt ihr das verstanden? Hast du schon mal gespielt? Ich mein doch nicht. Hast du auch bei Partys noch nie gespielt? Nee. Hast du schon mal Spaß gehabt? Nein. Braucht Regeneffekt. Gib mir doch mal diesen Zettel rüber hier, das mein Lieber. Sag doch mal, was steht denn da? Ich habe noch nie an der Unterwäsche von jemand anderen gerochen. Wir alle schon mal. Ich muss ja aufkontrollieren, ob Unterhosen auf dem Boden in die Wäsche müssen oder frisch sind. Ja, wenn da irgend so eine random Unterhose zum Beispiel neben dem Wäschehaufen liegt und oft auch Dinge einfach frisch sind und ausgezogen werden, muss ich mal kurz inhalieren, um zu wissen, ist es frisch oder nicht. Sag nicht inhalieren. Inhalieren klingt echt nach so einem dicken Zug. Die macht das so, wie wenn du so ein Kamillenbad dir nimmst, weißt du? Die nimmt die Unterhose. Und dann tust du so ein Tuch drüber und das ist so ein heißer Kamillentee. Dann macht man ja so, wenn du eine verstopfte Nase hast. Ja. Auch mal sanft so. Ja, so ein bisschen leicht mit der Zunge. Leicht mal tippen so. Ist ja, einfach so tippen. Prost, ich habe noch nie gekackt, während ein Freund oder mein Partner im Raum war. Hä? Also ich habe in der Halle geschissen, wo meine ganzen Mitarbeiter waren. Zählt das auch? Nee, natürlich, dann war es derselbe Raum. Ja. Derselbe Raum nicht? Nee, ich war immer alleine bis jetzt. Jedes Mal. Das ist ganz schön traurig. Ja, erleb doch mal was. Guck mal, wie langweilig du bist. Ja, ich merke das gerade. Im Vergleich zu euch, die halt knapp ein Jahrzehnt älter sind, habe ich echt wenig erlebt. Knapp ein Jahrzehnt älter? Danke dir. Emotional Damage. Ich habe noch nie in der Sauna gespannt. Definiere gespannt. Warte ganz kurz. Wie gespannt? Also ich war nur ganz selten in der Sauna, aber wenn ich war, dann habe ich natürlich auch alles angeschaut. Die haben mich ja auch angeschaut, habe ich zurückgeschaut. Aber was ist das schon spannend, wenn man einmal kurz über den Raum drüber guckt? Okay, jetzt habe ich auch gesehen. Ein Star-Contest war das. War es? Ja. Du hast eine Person angestarrt. Ja, weil der nicht aufgehört hat, mich anzuglotzen. Der Typ hat dich angeguckt und du hast den Typen angeguckt. Ja. Und hast du auch den Typen unten angeguckt? Als Provokation dann schon. Als Provokation hast du dann seinen Schwanz angeguckt. Ja. Und er hat als Provokation deine... Er hat eh schon die ganze Zeit mich angeglotzt. Deswegen dachte ich mir, jetzt reicht's mir. Aber glaubst du nicht, dass er dann dachte, oh Gott, ich finde dich toll. Nee, ich hab böse geguckt. Du hast deinen Schwanz böse angeguckt. Ich hab richtig so, richtig genervt geschaut. Zeig mal, wie du seinen Schwanz angeguckt hast. Oh, das hat die heute gelernt. Direkt. Sehr gut, sehr gut. Okay, Nexa. Ich habe noch nie... Das finde ich jetzt... Kannst du dein Glas schon mal in die Hand nehmen. Ah, scheiße, cool. Ich habe noch nie auf Hentai probiert. Safe. Ja, siehst du? Hentai alle. Beste. Du nicht? Ey, wie langweilig. Dann nimmt er einen ganzen Schluck. Das finde ich aber gut, dass wir es alle gemacht haben. Können wir vielleicht mal alle die Hand in die Mitte machen und dann hoch? Hentai! 3, 2, 3, Hentai! Ja, das war jetzt unangenehm. Ich fand's echt. Oh mein Gott! Ich muss ganz ehrlich sagen, Hentai ist nicht so mein Grind. Meinst du auch nicht? Nee. Also ich hab's mal ausprobiert, aber. Hast du die mit den Tentakeln gesehen schon mal? In jedem dritten Hentai kommen irgendwo Tentakel vor. Kennst du Euphoria? Nee, sag mal. Nee, kenn ich auch nicht. Da ist halt ein Junge. So, der Junge ist dann halt eine menschliche Toilette für das Girl und so, weißt du? Also sie macht ihn in seinen Mund und... Groß. Ich hab's gehört, nicht gesehen. Ich hab das Gefühl, du hast es gesehen. Ja, cool. Nee, das stimmt nicht. Doch. Ich hab noch nie so getan, als würde ich etwas gut können, nur um jemandem zu gefallen. Hä? Immer? Mein ganzes Leben. Ich kann eigentlich gar kein Instrument spielen. Das habe ich alles immer nur gefaked immer mit so Editing. Es war auch immer Glück, dass du immer gerade mal richtig war einfach so mega Lack gehabt. Wir haben lange keine Fickfragen mehr gehabt. Das ist sehr gut. Ja. Aber hier habe ich schon das Wort Glied gelesen. Ich habe noch nie die Größe meines Glieds / meiner Brüste mit einem Freund live verglichen. Also ich mit einer Freundin. Live? Also live habe ich das auch noch nicht. Also aber wenn ihr in der Dusche seid und zum Beispiel einfach nur rüber guckt, gilt das dann schon? Nee, das ist ja nicht vergleichen. Da musst du schon irgendwie interagieren so und sagen, hey, guck mal meinen Kopf. Wer ist ja ist größer. Kreuz. Das Ding ist, wenn wir jetzt alle drei unsere Schwänze da auf den Tisch legen und Gnu macht von oben ein Foto, dann haben wir direkt ein Balkendiagramm über die Längen unserer Glieder. Ein Balkendiagramm? Balkendiagramm. Nach oben. Balkendiagramm. Ja, danke. Ein Diagramm mit Balken. Was? Ach so. Hä? Das Wort Balkendiagramm hast du nicht gereicht, aber stimmt. Diagramm mit Balken hast du... Ja, jetzt hab ich's geschenkt. Sollen wir das jetzt machen oder nicht? Wir machen das.
Nach dem Video. Ach so. Okay. Ey, ich habe das Gefühl, wir trinken zu wenig. Wir sind voll die Langweiler. Was ist denn hier los? Ich habe noch nie überlegt, Steuerflucht zu begehen. Maxi. Ja? Sag mal. Das ist doch keine Steuerflucht, oder? Das ist eine Steuervermeidung. Ich glaube, du nimmst es mal ganz sicher. Ja, ich glaube auch. Ja, Leute, also, es ist halt ein schönes Land. Das ist so schlimm gerade. Schöne Natur. Ja. Klima ist viel besser. So viel besser. Das, so ist das sind Menschen. Die Gründe. So viele Freunde da. Ja, Freunde wie zum Beispiel. Aber auch nur für 5,5 Monate. Nur für 5,5 Monate im Jahr. Denn deine echten Freunde sind 5% Mehrwertsteuer. Nee, 3, wie viel ist es? Sympathisch, man kann es unterhalten. Ich habe noch nie etwas im Internet bestellt, weil ich mich nicht getraut habe, es im Laden zu kaufen. Hä, safe. Ihr nicht? Ja. Nee, klar. Nur weil man sich nicht getraut hat, weil ich faul bin, ja. Aber nicht, weil ich mich nicht getraut habe. Was ist los mit euch? Was hast du dich nicht getraut, im Laden zu kaufen? Ja, es gibt doch Eis.de. Das ist da doch gehe verboten. Ich doch nicht in den Shop. Ja, da kriegt man so Drucker. Ja, aber eher aus Pragmatismus und weniger aus Traugründen. Ja, nö, also ich finde es schon, also aber alles, was ich da nicht. Ich finde es sogar unangenehm, wenn man sich irgendwo öffentlich Kondome kauft und die Kassiererin thematisiert ist. Macht die nie, das ist noch nie passiert. Ich habe so oft schon Kondome gekauft. Die fragt dann so, hast du echt Sex? Hier, nimm doch mal was. Ich habe noch nie einen Freundin beim Sex erwischt. Ja gut, ich wurde immer beim erwischt. Doch, ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir haben einmal so LAN-Party gemacht in so einer Jugendherberge, weil der Vater von einem Kollegen da irgendwie gearbeitet hat. Und dann haben wir halt Verstecken gespielt in der Nacht. Das ist cool, weil nachts ist sehr dunkel. Und einer hatte eine Freundin dabei. Und die haben dann in so einem Raum gefügelt. Und ich habe mich da versteckt. Und ich habe zuerst gar nicht gereicht, weil ich war ganz still so. Ich gehe irgendwo rein, ist stockfinster. Gehe irgendwo rein, gehe in so ein Holzding irgendwie so rein und warte da einfach. Und irgendwann habe ich gehört, die sind neben mir und haben gefickt. Habe ich dann gemerkt. Was hast du gemacht dann? Genau. Ich habe relativ zielsicher den Cock gegrabt. Ah, super. Ja. Deinen eigenen ja. dann. Ja, meinen eigenen. Relativ zielsicher. Ja, du bist dran. Ich habe noch nie so heftig gelacht, dass ich mir die Hose gemacht habe. Du hast kein bisschen. Ja, come on, Alter. Also, wenn ihr mich jetzt richtig kitzeln würdet, dann pinkel ich mir die Hose. Da verliere ich alles. Ich furze, ich pinkel. Lässt einfach alles. Ich denke einfach, let it go. Sagst du auch? Ist das was dir gefällt? Nein. Aber du hast ja schon von Hentais erzählt, die dir gefallen haben. Nein, die gefallen. Ich habe nie gesagt, dass die mir gefallen. Doch, das hast du gesagt. Ich habe gesagt, dass ich die mal gehört habe. Wir können einmal kurz zurückspulen. Was hast du gesagt? Ich habe nicht gesagt, dass und dann schneidest du dann. Nein. Und dann schneidest du das Wort Hentai und dann die mir gefallen. Ich habe auf Hentai masturbiert. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hentai ist mein ganzes Leben. Hentai ist sehr gut, sehr gut. Hentai! Ja. Ich habe noch nie den eigenen Partner im Bett mit jemandem anderem geteilt. So ein Dreier-Cup. Ach so. Eine Untergruppe von Dreiern, würde ich sagen. Es gibt... Hast du dein Handy so programmiert, dass wenn du Dreier sagst, dass dann so ein Sound kommt? Ja. Das ist eine Untergruppe, ne? Es ist ja nicht jeder Dreier mit einer Partnerin. Aha. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Also trinke ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Super. Nächste Frage. Warte, was? Hast du? Nächste Frage. Okay, wir wollen nicht drüber reden. Ich habe noch nie ein peinliches Liebesgedicht für jemanden geschrieben. Achso, doch einige. Ja? Ja, wie hieß die Frau? Sag ich doch nicht. Wie hieß sie? Oh oh. Leonie. Chantal. Leonie? Es war Leonie. Es war Leonie. Nee, Melanie. Auch. Nein, Spaß. Ich fand auch früher Mädchen einfach eklig. Du fandest Mädchen eklig? Ja, ich hatte nie was mit ihm zu tun gehabt. Ich wollte halt Fußball spielen, ne? Und das war's. So ein Junge? Ja, wirklich. Also, Mädchen haben dich sexuell nicht so gereizt? Nee, gar nicht als Junge so früher. Erst ab 20 so actually. Davor haben dich andere Sachen gereizt. Ja. Euphoria. Nee, das nicht. Ich verstehe, wir verstehen schon. Wir verstehen schon. Haben alle verstanden. Ja, das war ein tolles Video. Sag mal, kommentieren. Kommentiert. Sag mal, liken. Unterhosen riechen. Guckt, hier sind überall Videos. Geht auf diese Videos. Das ist gut. Videos. Tschüss. Strong.